Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einer Harry. Servus, grüß euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit super, weil ich da wieder für euch ein Video machen und ich muss Danke sagen, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder zuschaust, dass du ein bisschen mit meinem, teilweise mit meinem Blödsinn, was ich mache, einverstanden bist. Heute geht's um den neuen Akku-Laubbläser, um den GPLB 18200 Professional. Den habe ich mir geleistet, dass ich mir geleistet, weil ich ihn einfach braucht habe. Um den geht es heute. Natürlich ein Power Exchange Gerät wieder. Was heißt Power Exchange? Power Exchange ist die Akku-Plattform, die es gibt von Einheil. Die perfekte Akku-Plattform für uns Heimwerker, von der Vielseitigkeit, von der Zahlreichheit, von den Geräten und von der Farbe und von allem drum und dran, ist meiner Meinung nach einfach die beste Akku-Plattform, was es gibt. Deswegen habe ich so viel davon. Und wenn du einmal angefangen hast damit, dann lass sie nochmal los und dann machst du auch weiter. Also ich habe mittlerweile keine anderen Akkugeräte mehr in Sichtweite, glaube ich. Also alles Power Exchange. So, das Gerät selber, da steht schon mal so ein brushless Motor, Axial, Propeller drin, Elektronik mit Turbobutton, hat einen Wandhalter und einmal 18 Volt Batteriepower, Langlebe und kraftvolle Bürstenloser Motor, Axial, Gebläsetechnologie, gewährleistet optimale Blasleistung. Axial, Blasleistung. Oh ja. Elektronische Drehzahlregulierung mit Turboschalter. Das praktische LED-Display zeigt die gewählte Stufe an. 4 integrierte Ausspannung zur Platzierung, Platzspannen, Aufbewahrung und Wandhalterung. 5 zum Betrieb wird ein 18 Volt Akku benötigt. Dann schauen wir mal hier, was ich aufgeschrieben habe. Das Gerät selber, ungefähr Gradpreis um die 78 Euro. Maximale Blas, Luftgeschwindigkeit 200 km/h, Leerlaufdrehzahl 13.000 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute, wiegt ungefähr 2,2 Kilo, ohne Akku, Brushless Motor haben wir schon gesagt, Turbofunktion haben wir schon gesagt, elektrische Drehzahlregulierung auch, Softgrip-Funktion und es gibt einen Dachrinnenreinigungskit als Zubehör oder gleich mit dem Zubehör dabei gibt es das Gerät auch zum Kaufen. Ich hätte es lieber mit dem Dachrinnenreinigungskit gehabt, aber sie haben es mir so geschickt. Okay, aber den werden wir auf jeden Fall dazu kaufen, weil das finde ich ganz cool. Okay, die hier im Haus komme ich nicht mehr auf, aber in dem anderen Haus, was wir haben, da kommen wir auf und da wäre das ganz cool. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir mal auf und schauen wir da mal rein. So. Also, so schaut das Ganze aus, wenn es zu uns kommt. Das ist einmal der Törö. Benjamin Blümchen, gell? Stabil. Schaut gut aus. Komm in den Ring. Natürlich dabei unter anderem Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und so weiter in Deutsch. Ist immer wie immer dabei. Legen wir dorthin. Den legen wir dorthin. Dann packen wir das da aus. Der schaut cool aus. Da habe ich mir gedacht, wenn wir den jetzt auf das eine Elektrobike schnallen, dass er nach hinten 200 km/h. So, dann haben wir natürlich wieder unseren bekannten Anhänger, der wo ganz wichtig ist. Ich sage es immer wieder: Beachtet den Anhänger, denn bei diesem Anhänger steht hinten was droben, ich kann es immer noch auswendig. Aber herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines Power Exchange Produkts und willkommen in der Einheit Power Exchange Familie, also auch bei einer Familie. Du kannst hier, wenn du die registrierst, die Garantie verlängern bei Geräten auf 3 Jahren und bei Akkus auf 2 Jahren. Also nicht vergessen, das zu machen. Das werden auch keine Daten irgendwie irgendwo rumgeschickt oder irgendwie verkauft oder so, sondern das ist rein für euer Gerät. Ihr habt so euren Account dann da drin und da kannst du das Ganze dann praktisch immer nachschauen und managen. So, jetzt schauen wir uns das Gerät an. Das Gerät selber sieht hammergeil aus. Axial, sieht man, gell? Axialturbine, die schaut echt krass aus. Die schaut doch krass aus. Also ich glaube, da geht wirklich was, wenn ich das auf den Ding aufstelle. On-Off-Schalter. Steht sogar da oben. On-Off-Schalter.
Speed-Funktion, Speed-Funktion, Turbo-Funktion. Werden wir aber gleich ausprobieren. Ich werde jetzt auch das gleich so machen, dass ich das ohne, gib mal mir einen Akku her. Und wie sagt der Harry immer, habe ich auch vergessen zu sagen bei Power Exchange, ein Akku, 1000 Möglichkeiten, Akku rein glücklich sein, sage ich immer. Oder ein Akku für alle Geräte. Du hast ganz praktisch mit dieser Power Exchange Sache einfach alle Geräte betreiben, die du hier siehst. Und das ist einfach genial. Und wenn du mal angefangen hast, dann lass dies nochmal los. Und da sage ich immer, Akku rein glücklich sein. So, dann schalten wir mal. Oi. Also ein Schalter. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du den jetzt auf 1 einschaltest und die heben so und du blaschest dann die Decken auf, der hat da ganz viel Druck, der hat richtig Druck. Jetzt warte mal. Brutal. Jetzt pass auf! Hey, da muss ich aufpassen, ich blase alles von meiner Werkbank runter. Da ist der Akku drin, 1 Kilo. Da ist ein 4 bis 6A Akku drin. Jetzt pass auf! Das ist so geil! Da fliegt er hinunter. Was könnt ihr da noch so schnell nehmen? Ziegelstein. Warte mal, ich hole was anderes, nicht, dass der Akku noch hier ist. Holzscheitle. Unglaublich! Unglaublich! Hey, das Ding hat ja Gewalt, das gibt es ja gar nicht. Das kann man natürlich da drauf machen, das braucht ihr praktisch nur, da habt ihr, gucken, hier rein so, einmal drehen, einrasten, eingerastet und dann bist du echt, dann bist du einsatzbereit, aber richtig, dann bist du aber richtig einsatzbereit. Also da brauchst du einen Gehörschutz, wirklich. Also das ist für meinen Tinnitus ist das schon, also das Pfeifen schon krass. Hat 104 Dezibel, steht da droben. Es ist echt ein geiles Gerät. Es ist echt ein geiles Gerät. Das Einzige, hier kann ich schon aufhängen. Das Einzige, was ich mir jetzt gewünscht hätte, was aber jetzt auch nicht wichtig ist. Du hast hier die Softgrip-Funktion, wo du so schaltest. Das finde ich cool, das ist in Ordnung. Aber ich hätte mir vielleicht hier noch eins gewünscht. Keine Ahnung, aber es ist ja ein Handgerät. Oder zumindest ein Star. Aber es ist wirklich nicht wichtig. Es ist wirklich nicht wichtig. Hey, die Turbine hat richtig, richtig Power. Richtig Power. Runtergeschmissen. Hey, krass. Das ist echt krass, oder? Pass auf. Unglaublich. Unglaublich, was der Power hat. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ohne Schmarrn, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber 200 km/h Windgeschwindigkeit, das ist natürlich eine Ansage. Und das packt er locker. Schaut er sich schon die Turbine. Gucken. Starfighter-Turbine, wie der Starfighter. Voll geil, voll geil. Also das, da freue ich mich jetzt schon, das Gerät zum Testen. Und dann kann ich auch mal meine Nachbarn, die wo mir die ganze Zeit mit ihrem Laubsauger, kann ich auch mal ein bisschen dagegen machen. Weil normalerweise kannst du Strass, kannst sauber blasen. Ach, das ist echt krass. Das ist ein genehmes Gerät. Und steht auf uns selber, guck, ohne Akku. Schau, steht ohne Akku und wenn du einen Akku reinmachst, steht sowieso auf uns selber. Da weiß ich schon, wo der hinkommt. Hier wahrscheinlich auch, gell? Denke ich mal. So.
So, und jetzt für die, die noch kein Abo nicht gemacht haben, ich bin der. Der eine hat es der, der für euch immer versucht, die neuesten Geräte zeitnah zu bekommen, so dass ich sie auch für euch auspacken, testen kann. Da gibt es immer wieder ein Testvideo dazu. Wenn ich das Gerät verwende, mal nehme ich meine Kamera mit, ihr habt ja immer dabei, wenn die Maschinen dabei sind. Und das ist eine kleine Hilfestellung für manche von euch, wo sagen, will ich das, brauche ich das, muss ich das haben? Wir müssen es haben. Und deswegen sage ich, Abo machen, vielleicht Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Ansonsten würde ich sagen, bleibt wie ihr seid. Freut sein in eurem Leben, freut sein in euren Maschinen, kümmert euch um euch und um eure Familie und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, wenn es wieder heißt, der Harry ist da, Akku rein, glücklich sein. Ciao, ciao, servus, macht es gut.